Hallo ihr Lieben, ich bin die Nicola Steiner und gucke für euch die Pferdeprofis an. Diesmal eine Folge mit Uwe Weinzierl und Kenzie Deasley, wo ich finde, Weinzierl top, Deasley vielleicht ein bisschen flop. Warum ich das so sehe, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, ihr wisst ja, dass ich eigentlich gelernte Redakteurin bin, deswegen so eine Art Kinorezension ist es ja eigentlich, ne, eine Filmrezension. Und ich beurteile halt immer das, was in der Sendung zu sehen ist und nicht den Trainer an sich. Und bei der Kenzie Deasley war es so, dass ich bisher in den Folgen das ganz gut fand. Dieses Mal hat es mir nicht so gut gefallen, auch wenn sie am Ende natürlich zu einem Ergebnis gekommen ist. Und das jetzt auch keine vernichtende Kritik sein soll, was ich euch im zweiten Teil des Videos erzähle. Was den Uwe Weinzierl betrifft, so macht er das ja in meinem zweiten Beruf, bin ich ja Pferdetrainerin, eigentlich so ziemlich dasselbe wie ich, und zwar das Natural Horsemanship nach Pat Pirelli. Und da hätte ich mir vielleicht schon mal gewünscht, dass er auch Pirelli erwähnt, weil er halt ganz viel erzählt, was man, wenn man sich mit dem Pirelli-Programm beschäftigt hat, natürlich aus dem Pirelli-Programm auch kennt. Und es ist, also ich sage ja, ich finde, er ist top gewesen dieses Mal, trotzdem ein bisschen Kritik vorweg. Einmal benutzt er den Begriff Desensibilisierung, und da ich so absolut im Pirelli-System drin bin, fällt mir so eine Kleinigkeit, sage ich jetzt mal, auf, weil der Pat Pirelli immer sagt, man soll auf die Bibel schwören, dass man niemals, never, ever das Wort Desensibilisierung in den Mund nehmen soll. Weil es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass das Pferd Vertrauen in den Menschen hat. Es geht darum, dass das Pferd Vertrauen in sich selbst hat. Es geht darum, dass das Pferd Vertrauen in die Umgebung hat. Und nicht nur mit einer roten Plane desensibilisiert wird und vor der grünen hat es dann immer noch Angst. Dass es Strategien lernt, wie es mit beängstigenden Situationen umgehen kann. Das hat der Uwe Weinzierl zwar in dem Moment nicht gesagt, aber er hat genau das gemacht. Und das fand ich dann wirklich gut, wie er das so in Schritt für Schritt Lektionen aufgebaut hat und wirklich auch erklärt hat, man muss ein Fundament haben und darauf baut man dann die Stockwerke auf, sich die Zeit genommen hat, thematisiert hat, wie wichtig das Equipment ist, indem er halt auch Leute eingeladen hat, die sich mit Kutschen auskennen, weil das kann man nur wirklich nicht erwarten, dass ein Natural Horsemanship Trainer auch noch Kutscherfahrungen hat. Und das fand ich jetzt echt in Ordnung. Na, so ein bisschen habe ich vielleicht, als er dieses, das nennt man Squeeze Game bei Pirelli, wo das Pferd so über diese Deichsel drüber ging, gedacht, na, kann sich's nicht vielleicht doch wehtun? Aber da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu panisch, weil es hat ja auch super funktioniert. Und das ist ja auch eine Frage, wie schätze ich das Pferd ein? Und das Pony war ja an sich eine coole Socke. Und die haben sich echt was einfallen lassen, ne, mit diesem kleinschrittigen Vorgehen. Und da lernt der Zuschauer auch mal was, ne? Dass man eben nicht gleich die Kutsche nimmt, sondern vielleicht erstmal so, ich weiß den Begriff jetzt nicht, aber so eine Art nur Deichsel, was hinterhergezogen wurde. Und wenn das Pferd zu schnell geht, kann man das öffnen. Fand ich eine geniale Idee. Die haben sich echt Mühe gegeben, das Pferd nicht zu überfordern. Also dieses Mal wirklich Hut ab für den Uwe Weinzierl, auch wenn ich es in manchen Sendungen auch mal anders gesehen habe und auch mal ein kritisches Video zu dem gemacht habe, was ich euch in die Infobox tue, dieses Wunschvideo. Es gibt auch mal eins zur Nord Story, da habe ich ihn halt schon deswegen verteidigt, weil er realistisches Pferdetraining zeigt. Und das finde ich jetzt eben auch bei der Kenzie Deasley. Also das muss man absolut loben. Es wird nicht so beschönigt. Das sieht dann auch mal heftig aus und sie zeigen es. Und das ist ja ein Wahnsinnsfortschritt zu den alten Pferdeprofis, ne, wo immer Gucci, 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 Gucci gezeigt wird. Aber die Realität, wissen wir alle, sieht natürlich ganz anders aus, wenn die Kamera nicht an ist, und muss auch anders aussehen. Das ist vielleicht eins von 100 Pferden, lässt sich allein über Gucci Gucci trainieren. Bei allen anderen muss man auch mal Standing haben, sag ich mal. Und was ich dann eben auch gut fand bei der Kenzie Deasley, ich mache es jetzt andersrum, die Kritik kommt am Ende, das war, wie sie am Anfang erzählt kriegt, dass die Besitzerin immer, wenn das Pferd unruhig wurde beim Zöpfeflechten oder so, das wieder auf den Paddock gebracht hat und dann heute zwei Zöpfe und morgen zwei Zöpfe, wie die Kenzie Deasley geguckt hat. Das fand ich so genial. Also,
Und dann eben auch sagte, der hat das Pferd dich aber gut erzogen. Und dass auch mal thematisiert wird, dass es dem Grundsatz nach nicht so sehr darum geht, dass das Pferd nicht in Ordnung ist, sondern dass die Leute vielleicht unsicher sind. Na, das ist auch etwas, wo sich die Sendung insgesamt zum Positiven entwickelt hat, dass gesagt wird, es liegt eigentlich am Menschen. Und dann haben wir diese Szene gehabt mit diesem Sprühen. Da sagt der Moderator auch, wenn das Pferd stillsteht, dann hört man auf. Man sieht es aber nicht so. Ich fand, das war ein bisschen too much. Das war nicht völlig falsch. Aber eben, ich denke halt, wenn man jetzt in einen Bereich geht, wo das Pfert nicht angebunden ist, zum Beispiel in einen Rauenpen oder in einen größeren Paddock, und man hat das Seil in der Hand. Und dann sprüht man, sprüht man, sprüht man, bis das Pferd zufällig steht und dann hört man auf. Wäre meine bevorzugte Methode. Aber wie gesagt, es gibt manchmal tatsächlich viele Wege, die nach Rom führen, und der Weg hat nach Rom geführt. Und da kann man vielleicht auch mal sagen, es könnte auch mit der Pferdepersönlichkeit zusammengehangen haben, ne? Dass sie da einen anderen Weg wählt. Also was den Punkt betrifft, kann ich eigentlich nur sagen, es war in Ordnung, aber ich hätte es anders gemacht. Im Rauenpen, das hat mir jetzt aber gar nicht gefallen, weil das Pferd wollte wirklich raus. Und dieses, was sie thematisiert, das Pferd soll einem nicht den Hintern zudrehen, ist ja an sich richtig. Aber das war ja vor allem halt, das Pferd drehte immer nach außen. Und wenn das Pferd nach außen dreht, ist der Druck innen zu groß. Man bringt den Pferden im Endeffekt bei, im Rauenpen, im Natural Horsemanship, was eben so meins ist, dass sie eher nach innen drehen. Also nach außen drehen sehe ich immer so als mein eigenes Versagen an. Und würde es nicht so sehen, das Pferd hat mir jetzt den Hintern zugedreht. Wobei man vielleicht auch nicht immer alles so hundertprozentig sieht. Und dass das Pferd versucht hat, da rauszupreschen aus dem Rauenpen, fand ich jetzt, ne, dann weiß man einfach, man hat zu wenig Druck gemacht und da will ich, zu viel. Man hat zu viel Druck gemacht und da will ich auch nochmal Pat Pirelli zitieren, der nämlich immer Rauenpens hat oder Umzäunungen von Rauenpens hat, wo das Pferd drüber springen kann. Und dann ist man halt in der Freiheitsdressur gezwungen, den Druck auf einen niedrigeren Level zu machen. Und wenn man zu viel Druck gemacht hat, dann springt das Pferd raus. Und das wollte das Pferd und das ging nicht, weil die Tür zu hoch war. Also, ich bin eh kein Freund von Join-Up und ich bin eher ein Freund davon, die 7 Spiele abzuchecken. Das hat sie ja irgendwann dann auch mal gemacht, Vorhand verschieben, Hinterhand verschieben, ob das geht und dann auch Informationen daraus zu bekommen. Geht die Vorhand schwer, habe ich ein selbstbewusstes Pferd in aller Regel. Geht die Hinterhand schwer, habe ich in der Regel ein eher unsicheres Pferd. Das sagt mir was und da passe ich die Strategien dann an. Und hier hatten wir, glaube ich, ein selbstbewusstes Pferd, was aber sensibel ist. Es ist auch nicht ganz einfach, da den richtigen Dreh zu finden. Aber ja, aber dann, als dann diese Rompen-Szene vorbei war, die mir nicht gefallen hat, fand ich das doch wieder ganz geschickt gelöst. Zum Beispiel, dass da die Hengste mit integriert wurden. Sie kennt ihre Hengste und ich denke, dass sie ihren Hengsten auch vertrauen kann. Und natürlich ist mit dem Pferd ja auch vorher gearbeitet worden. Aber das ist auch mal eine Situation, wo nicht jeder sein Pferd mit konfrontiert. Wenn man da in so ein Restaurant reingeht, also klar, kann man machen, finde ich auch gut, aber wenn man jetzt die Sendung beurteilt, würde ich wiederum sagen, nicht, dass die Leute jetzt alle reihenweise auf die Idee kommen, da in Restaurants reinzugehen, weil das stimmt nämlich mit dem Boden, das ist ein anderes Geräusch. Das kann auch nach hinten losgehen, aber wir haben natürlich immer wieder so ein bisschen diesen Show-Effekt, wo der Weinzel auch die Kutsche aus dem Auto, aus dem Hänger rausholte und sagte, da ist jetzt mal ein Patient, der ganz leicht in den Hänger gegangen ist und ich denke auch, dass er wieder rausgeht und dann kommt auch ein bisschen Witz halt, ne? Das, klar, es ist Film. Andererseits denke ich halt immer so, wenn man echt was lernen will, dann kann man sich diese Szene auch eigentlich ersparen, genau wie dieses Restaurant und immer wieder die Kamera auf die Leute. Man hat ja eh schon immer so viele Wiederholungen in der Sendung und immer wieder wird die Kamera auf, dann wird die Person angeleuchtet, dann wird die Person angeleuchtet. Das wäre so Zeit, die ich mir mehr wünschen würde, dass Training erklärt wird, wie es ja beim Weinziel super erklärt worden ist. Und bei der Kenzie Deasley, so ohne Erklärung, hat es mich eigentlich auch sehr irritiert, zumindest diese Rauenpen-Szene, ne? Und das in der Box hätte ich jetzt auch anders gehandhabt, wie gesagt. Aber sie hat es ja am Ende geschafft und es ist jedenfalls besser, als das Pferd nach 2 Zöpfen immer wieder auf den Paddock zu bringen. Weil ich mich auch andererseits frage, müssen Pferde Zöpfe haben? Und im Westernreiten macht man das auch oft, damit die Mähnen lang werden. Aber gut, das ist Geschmackssache, das soll jeder machen, wie er lustig ist. Und das ist im Pferdetraining natürlich auch so. Viele Wege führen nach Rom und es ist nicht machbar mit
nur positive Verstärkung in der Regel. Und es geht auch schon mal ein bisschen hoch her, aber da kann man immer nur dieses Maß ein bisschen sehen. Ja, jetzt bin ich mit der Sendung fertig. Ich habe, weil ich dieses Emil-Video auch veröffentlichen musste über die Ariane Thelgen, habe ich ein Pferdeprofis-Video in den Hundekanal getan und beide Videos, sowohl das Video über den Emil als auch das Video über die Männersendung Pferdeprofis, wo ich nur Fehler in der B-Note eigentlich im Großen und Ganzen hatte, die tue ich hier hinten in den Videoabspann. In diesem Sinne danke ich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.